Nach vielen Überlegungen haben meine Frau und ich uns jetzt entschieden, ein Wasserbett zuzulegen. Welche Überlegungen wir denn da angestellt haben, wie wir es denn aufgebaut haben und was unsere ersten Erfahrungen sind, das seht ihr heute beim Zeitverbraucher. Ich grüße euch beim Videopodcast der Zeitverbraucher. Ja, ein langes Thema. Wir haben wirklich, ich glaube, 3 der 4 Jahre gebraucht, bis wir es jetzt endlich in die Tat umgesetzt haben, uns ein Wasserbett zuzulegen. Es gibt da viel zu recherchieren, viel zu wissen. Ich glaube, man läuft da auch gerade, wenn man so ein bisschen versucht, sich beraten zu lassen, in die eine oder andere Sackgasse rein. Ja, und wie wir das Ding denn aufgebaut haben und was wir uns für Überlegungen gemacht haben, das möchte ich euch heute innerhalb des Zeitverbrauchers mal zeigen und ein bisschen erzählen. Es ist ja so, im weitesten Sinne hat es ja schon ein bisschen was mit Technik zu tun, von daher passt es irgendwie da rein in den Zeitverbraucher. Ja, also wir hatten vor 3 oder 3,5 Jahren oder so hatten wir schon mal den Versuch gemacht, und hatten die Idee, weil wir beide auf den Matratzen recht schlecht liegen und geschlafen haben, lass uns mal ein Wasserbett probieren. Und sind dann so zu den üblichen verdächtigen Wasserbettenläden hier im Umkreis gefahren, haben uns da beraten lassen, haben da auch mal 5 Minuten, 10 Minuten Probe gelegen, mit Bedämpfung und mit welchen Materialien, welcher Überzug, welche Größe, welcher Rand, was es da überhaupt gibt, haben uns das mal so ein bisschen angeguckt. Ich muss sagen, bei diesen Beratungen in den Wasserbettengeschäften haben wir eigentlich nicht wirklich viel dazugelernt. Also alles das, was man sich innerhalb von einer halben Stunde, Stunde im Netz irgendwie erlesen konnte, alles das haben uns die Verkäufer und Berater da erzählt. Also von daher war jetzt eigentlich eher wenig informativ das Ganze. Naja gut, aber wir haben halt mal Probe gelegen, konnten uns so ein bisschen was unter den Dämpfungen eines Wasserbettes vorstellen. Ja, wie es allerdings dann zu den Preisen kam, waren wir doch relativ abgeschreckt. Zum einen gab es da oftmals dann kein Komplettset, dass man also wirklich einen Bettrahmen inklusive dem Wasserbett kauft, sondern das war immer nur so einzeln und da war auch dann in den Wasserbettenläden keine Auswahl, nur eine ganz kleine Auswahl. Und von daher waren wir da ein bisschen ja, abgeschreckt. Die Preise, die da aufgerufen wurden, waren wirklich sehr, sehr stolz. Also das waren die meisten, wenn man jetzt nicht ganz das High-End-Modell genommen hat, waren wir dann aber schon irgendwo bei, ja, 3,5, machen wir 4.000 Euro, sowas in dem Dreh. Und das fand ich schon letztendlich für ein bisschen Presssparen und ein bisschen Gummi, fand ich das schon sehr, sehr happig. Ja, wir haben dann nach einiger Überlegung haben wir das ganze Projekt dann erstmal wieder fallen lassen, weil es einfach irgendwo keinen Weg gab, der uns so gut gefallen oder so gut getaugt hat und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis so gestimmt hätte, wie wir uns das vorgestellt haben. Und von daher war das Ganze erstmal ad acta gelegt. Ja, jetzt haben wir das aber jetzt vor 4, 5 Wochen kam mal wieder so die Idee nachzugucken, mal im Internet nachzugucken. Ich hatte auch da irgendwann mal vor einiger Zeit einen Anbieter im Internet gefunden, der so Komplettsets anbietet, der auch ein oder zwei Ausstellungsflächen hat, wo man sich das Ganze auch angucken kann und was auch ausprobieren kann. Ja, aber den habe ich irgendwie nicht mehr gefunden. Also entweder ist diese Firma pleite gegangen. Ich wusste auch den Namen jetzt nicht mehr wirklich. Ich habe mich da dumm und dämlich gegoogelt. Ich habe es nicht mehr gefunden. Ja, und in dem Zuge dieser Suche nach dem alten Anbieter, den ich da mal irgendwann gefunden hatte, sind wir auf einen anderen Internetanbieter gestolpert, gestoßen.
Der hatte eine Besonderheit, das war erstmal relativ informativ aufbereitet. Er hatte, so wie ich das beurteilte, eigentlich die Preise, ja, Internetpreise, recht günstig und ja, aber es ist halt Internethandel. So, jetzt haben wir ein bisschen weitergeguckt und dieser Anbieter hatte dann auch noch fünf oder sechs Geschäfte. Zufälligerweise hier eins in der Nähe, wo man das Ganze sich angucken kann, wo man sich auch nochmal beraten lassen konnte. Ja, der Anbieter heißt Zuma. Und wir sind dann einfach mal hingefahren, samstags vormittags. Und ja, eigentlich nicht so wirklich viel erwartet, weil wir kannten ja unsere Erfahrungen der anderen Wasserbettenanbieter. Und ja, haben uns da beraten lassen, haben mal ausprobiert. Der ausschlaggebende Punkt für mich persönlich, warum mich diese Marke Summa interessiert hat, die bieten ein Flexbett an. Was das genau ist, komme ich gleich drauf. Und dieses Flexbett, das wollte ich natürlich unbedingt mal ausprobieren. Oder Flexmatratze. Ja, Flex, irgendwas mit Flex. So, sind da hingefahren und die Beratung war wirklich sehr, sehr gut. Wir haben es ausprobiert und der Preis hat dann wirklich auch gestimmt. Das war jetzt beim besten Willen nicht so überzogen wie die Erfahrung, die wir sonst gemacht hatten. Und haben uns dann letztendlich dafür entschieden, so ein Ding zu kaufen. Lieferzeit hat mich auch sehr begeistert. War eigentlich netto, ja, eine Woche kann man sagen. Also keine 3, 4, 5 Wochen, sondern eigentlich ging es einen von einem Tag. Wir hatten noch ein paar Sonderwünsche. Wir wollten es ein bisschen niedriger haben, den Sockel, dass der eventuell auch dann noch in den Rahmen passt, den wir uns schon ausgesucht haben. Ja, und haben das Ding bestellt. Zum Thema Flex. Jeder, der sich mit Wasserbetten schon mal beschäftigt hat, kennt ja dieses Problem der Beruhigung. Also in Wasserbetten sind in dem Gummisack sind Vliese eingearbeitet und je mehr Vlies da drin ist, je höher ist die Beruhigungsstufe. Und wenn ich jetzt vier oder fünf Vliese da drin habe, dann habe ich halt, wenn ich dann mich bewege und wackel, dann beruhigt sich, dann ist die Bewegung sofort wieder, wird von den Fliesen aufgenommen und ich habe sofort wieder eine ruhige Matratze. Und wir waren uns da wirklich nicht so wirklich einig, was taugt uns da, weil wenn man dann diese Matratze oder dieses Wasserbett dann in der Beruhigung 4, 5, was auch immer dann kauft, dann hat man das erstmal. Und das in so 5 bis 10 Minuten da auszuprobieren, ist wirklich schwer. Klar, alle Wasserbettenhersteller geben die Möglichkeit, dass man innerhalb der 100 Tage da noch was umtauschen kann. Oder manchmal sind es auch mehr, manchmal sind es ein bisschen weniger. Also man hat dann schon so eine Möglichkeit, das Ganze Probe zu liegen zu Hause unter den gewohnten normalen Umständen. Aber trotzdem, ich fand das, also ich persönlich fand es sehr schwer, mich dafür irgendwas zu entscheiden. Und da kam der Punkt Flex zum Zuge. Summa bietet eine Flex-Matratze an, die eigentlich nur ein Vlies drin hat, aber zwei Kammern. Und je nachdem, welche Kammer ich voller oder leerer mache, kann ich die Beruhigung einstellen. Also im konkreten Fall, es gibt eine obere Kammer und eine untere Kammer. Je mehr Wasser in der oberen Kammer drin ist, umso beruhigter ist das Bett. Und je mehr Wasser in der unteren Kammer drin ist, umso unruhiger ist das Bett. Und das fand ich eine super Idee, denn gerade wenn man so überhaupt keine Erfahrung mit Wasserbetten hat, da kann man sich wenigstens so ein bisschen probieren. Vielleicht, es mag sein, dass man dann das auf eine Einstellung lässt und dann hätte man auch eine feste nehmen können. Oder eine fix, also eine fest beruhigte. Allerdings, wie gesagt, gerade am Anfang fand ich diese flexible Lösung doch sehr, sehr gut. Und wer weiß, vielleicht ändert sich ja auch mal irgendwie die Schlafgewohnheit, dass man es vielleicht doch mal unberuhigter haben will oder beruhigter. Und dann hat man innerhalb von ein paar Minuten mittels einer Pumpe, wo man das Wasser von dem einen Kammer in die andere Kammer pumpen kann, hat man das Ding verändert und die Beruhigung verändert. Ja, was bei diesen Flexmatratzen
Ja, gewöhnungsbedürftig weiß ich ja noch gar nicht, so lange haben wir es nicht. Was ich einen großen Unterschied fand, ist, dass dadurch, dass da wirklich nur ein kleines Vlies unten drin ist und man sitzt, wenn man im Bett sitzt, hat man eine sehr punktuelle Belastung des Wassersacks, auf dem man sitzt, und man spürt dann beim Sitzen wirklich unten die Bodenplatte. Die ist zwar weich, weil da ja dieses eine Vlies noch drin ist, aber man spürt es, dass man unten jetzt wirklich anstößt, wenn ich es mal so sagen darf. Hat sich mittlerweile herausgestellt, ist völlig wurscht. Ich hatte da wirklich am Anfang ein bisschen Bedenken. Da man aber sehr selten so im Bett sitzt, so punktuell im Bett sitzt, stört mich das im Moment zumindest überhaupt nicht. Ja, zum Sitzen haben wir dann noch dem Berater da gefolgt und haben noch zwei Keilkissen mit dazu genommen. Das ist sehr angenehm, gerade wenn man so ein bisschen mal lesen will im Bett oder auch mal Fernsehen gucken will im Bett. Dann kann man die Keilkissen hinten einfach anstellen und hat dann wirklich eine sehr ausgewogene, schöne Fläche zum Liegen, ohne dass man jetzt irgendwo knickstarr oder sonst irgendwas bekommt. Von da hat man auch keine punktuelle Belastung des Bettes, und von daher ist dieses Thema, vor dem ich eigentlich so ein bisschen Angst hatte, eigentlich keins mehr, bis jetzt zumindest. Wir haben es jetzt, wie lange ist es denn jetzt? Eine halbe Woche, ein bisschen mehr wie eine halbe Woche, also fünf Nächte, und bis jetzt war das eigentlich noch kein Problem. So, genug der Eingangsrede, jetzt zeige ich euch mal, wie wir das Ding denn aufgebaut haben. Ich habe nämlich dran gedacht und habe einen Zeitraffer davon gemacht, wie wir das Bett denn aufgebaut haben. Also, viel Spaß! Ja, also ihr habt gesehen, das geht innerhalb von 40 Sekunden. Nee, natürlich nicht. Also ich hatte bei dem Zeitraffer alle 10 Sekunden ein Bild gemacht, und das Ganze lief, glaube ich, 5 Stunden, 5,5 Stunden oder so. Also es war schon einigermaßen zeitintensiv, der Aufbau. Klar, wir hätten das auch machen lassen können, war auch gar nicht so teuer. Aber ich wollte das selbst machen. Wir wollten da beide mal gucken, wie das funktioniert. Und da wir eh im Haus öfters oder die meisten Dinge selbst machen, kam das für uns eigentlich gar nicht in Frage, das aufbauen zu lassen. Und heutzutage hat man im Netz so viele Tipps und Tricks, die man da irgendwie vom Hersteller zum einen bekommt oder auch in irgendwelchen Foren sich erlesen kann. War eigentlich kein Thema, war auch wirklich kein Problem, das Ding aufzubauen. Sieht man zum Schluss, hat man das vielleicht ein bisschen gesehen, da rollt man so ein bisschen auf der Matratze rum. Das war kein Probeliegen, sondern das war zum Luft aus der Matratze rausbekommen. Weil wenn Luft drin ist, dann fängt die an zu blubbern. Und da sagt auch der Hersteller, dass man dann streichen soll und rollen soll, also sich übers Bett wälzen soll. Und dementsprechend mit so einer Pumpe das Wasser, also die Luft dann raussaugen, die überschüssige. Das ging eigentlich auch problemlos. Ich hatte da schon gedacht, dass das am Anfang die ersten ein, zwei Nächte doch stärker blubbert, aber nachdem wir uns da ein bisschen drauf rumgewälzt haben und die Luft rausgepumpt haben, das hat ja vielleicht eine halbe Stunde gedauert für beide Kerne, ist es jetzt eigentlich blubber- oder kluckserfrei. Ja, die Matratzen selbst, muss man natürlich darauf achten, in welchen Raum man dieses Bett stellt. Es sollte eine Betondecke sein, die wirklich tragfähig ist. Laut Angabe haben wir da jetzt irgendwie 760 Kilo oder 700, nee,
760, 780, irgend sowas in dem Dreh. Also eine Dreivierteltonne dahingestellt in altes Fachwerkhaus. Würde ich mich eher nicht getrauen. Wir haben eine massive Betondecke, von daher war das kein Problem. Beim Auffüllen selbst der Matratzen sieht man vielleicht, hat man vielleicht so ein bisschen im Video gesehen, hatte ich am Anfang, wir haben diese Säcke, das ist ja nichts anderes wie ein Gummisack eigentlich, haben wir da reingelegt. Und ich war dann schon, währenddessen wir da das Wasser reinlaufen haben lassen, schon sehr bemüht, da noch ein bisschen zu richten, zu zoppeln, dass das Ding wirklich gerade drin liegt. Weil wenn es mal liegt, liegt es, dann kann man, denke ich, diese Wassermenge nicht mehr bewegen. Ja. War aber eigentlich völlig unnötig, zumindest so, wie ich es im Nachhinein jetzt gemerkt habe, weil wenn man da mal wirklich ein bisschen drauf rumgerollert ist und mal ein bisschen drauf geschaukelt ist, legt sich dieser Sack so genau in diese, in die Wanne, in die, also in diese, ja, in diese Wasserwanne, die man ja unten drunter noch eigentlich als innerhalb einer Folie noch gebaut, dass man sich da eigentlich überhaupt keine Gedanken machen muss, dass das irgendwie schief oder falsch liegt. Das war zumindest das, was wir in Erfahrung beim Reinlegen und beim Wasser befüllen hatten. Ja, dann kam die erste Nacht. Wir hatten, soweit es irgendwie geht, versucht, das Ganze richtig zu befüllen, also mit der richtigen Wassermenge. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder man liegt auf so einem Wasserberg, dann rollt man eigentlich immer so unbewusst hin oder her, das ist unangenehm. Oder es ist zu wenig Wasser drin, dann hängt man eher so ein bisschen durch. Wir waren eigentlich der Meinung, wir hatten das gut erwischt. Allerdings hat sich dann die zweite Nacht herausgestellt, dass doch in beiden Betten ein bisschen zu viel Wasser drin war. Also haben wir da so literweise das Ganze nochmal rausgenommen und nochmal Probe gelegen. Und jetzt haben wir, glaube ich, ich würde mal sagen, jetzt sind wir ganz nah an dem Optimum für uns dran. Natürlich muss man darauf achten, wie schwer ist man. Je schwerer man ist, desto mehr Wasser verdrängt man. Desto weniger Wasser muss rein. Sage ich das jetzt richtig? Ich glaube ja. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, mal ganz allgemein gesprochen, in Abhängigkeit des Gewichtes desjenigen muss die Wassermenge unterschiedlich sein, oder muss die Wassermenge bestimmt werden. Googelt euch nach. Ich bin jetzt gerade unsicher, wer jetzt mehr oder wer weniger Wasser hat. Nee, kriege ich jetzt mit Sicherheit nicht mehr gesagt. Ja, die Heizung, die drin ist, das ist sehr angenehm. Man geht nie mehr in kaltes Bett. Das ist eine wirklich schöne Sache. Kostet natürlich auch ein bisschen Strom, aber die Heizungen sind wirklich sehr energiesparend. Und wenn man es dann tagsüber vielleicht noch ein bisschen abdeckt und dann noch ein bisschen isoliert, ist das wirklich sehr übersichtlich. Ich glaube, was der Verkäufer hatte, irgendwie was von 2 bis 3 € im Monat gesagt an Stromkosten. Also ja, muss man einfach mal beobachten, wie viel das dann letztendlich ist. Aber wenn ich dafür dann ein gesundes Schlafen habe, das ist mir auf jeden Fall wert. Ja, also wie gesagt, wir haben es jetzt eine halbe Woche oder 5 oder 6 Nächte, sind da eigentlich bis jetzt sehr begeistert und werden natürlich auch jetzt in den nächsten Wochen immer mal wieder vielleicht noch was verändern. Das kann durchaus sein. Entweder die Bedämpfung, also nee, beziehungsweise ja, die Bedämpfung noch ändern, indem wir umpumpen, oder die Wassermenge ändern. Auch die Temperatur, haben wir jetzt gemerkt, ist ein Thema, in dem man sich erstmal ein bisschen ausprobieren muss. Weil, also ja, eigentlich fühlt sich's zu warm an, es wird aber dann doch zu kalt. Also da muss man einfach ein bisschen rumspielen. Ich glaube, da kann man auch sehr viel in Foren lesen. Das ist aber so eine ein persönliches Empfinden, dass man das einfach in einem Selbstversuch ausprobieren muss. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Unsere Aufbauerfahrung mit dem Wasserbett von Summa. Bis jetzt kann ich den Hersteller wirklich wärmstens empfehlen.
Ist jetzt kein gesponsertes Video, ich habe davon nichts. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass es wirklich bei den alteingesessenen Wasserbettengeschäften wirklich schwer ist, ein preisangemessenes Bett zu erwerben. Und nach meinen ganzen Recherchen belehrt mich, wenn ihr eines Besseren, wenn ihr es besser wisst, aber das hat mir auch der Verkäufer bestätigt. Gibt es eigentlich nur von diesem Gummi, von den eigentlichen Matratzen und von dem Material eigentlich nur zwei oder drei Hersteller? Das andere ist, so wie ich verstehe und so wie ich das kennengelernt habe, Marketing. Und ich zahle zwar gern mal was für Marketing, aber wenn das 100% teilweise mehr ist, wie das Produkt eigentlich wert ist, dann ist mir das zu viel. Und von daher waren wir bei den alteingesessenen Wasserbettengeschäften, wurden wir da, ja, wurden wir kein Kunde. Da kam es nicht zum Geschäftsabschluss. Ja, meine Erfahrung, ich werde sie vielleicht mal, wenn es da neue Erkenntnisse und neue Erfahrungen gibt, mit unserem Zoomer-Bett werde ich hier in dem Zeitverbraucher vielleicht euch nochmal ein bisschen aufbereiten, mal gucken. Aber jetzt müssen wir erstmal die nächsten Wochen uns da eingewöhnen. Ich hatte jetzt auch mit einem Arbeitskollegen drüber gesprochen, der hat auch schon seit Jahren ein Wasserbett. Und der sagte auch, ja, also 3, 4 Wochen Eingewöhnungsphase ist normal. Das habe ich bis jetzt überall gelesen. Das hat mich bis jetzt auch jeder bestätigt. Von daher warten wir jetzt erst noch mal ein paar Wochen ab, um dann ein endgültiges Urteil zu fällen. Wie gesagt, die Firma Summa, Preis-Leistung, Lieferung, die Art, wie das Produkt präsentiert wurde, dass man auch wirklich erstmal sich angucken kann vor Ort. Es ist eigentlich über die ganze Republik verteilt, also irgendwo in eurer Nähe ist mit Sicherheit auch so ein Summa-Laden. Und letztendlich wird es dann trotzdem eigentlich im Internet bestellt. Ihr bestellt das, ihr kauft das zwar da, aber eigentlich, na, es ist, ich finde, es fühlt sich eher wie ein Internetversand an, als wie ein Ladengeschäft. Ja. Ja, das soll es gewesen sein von unserem Wasserbett und unseren ersten Erfahrungen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und bis demnächst hier beim Zeitverbraucher. Servus.